Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen machten sich heute persönlich ein Bild von den Gasspeichern in Haidach. Diese sollen die Versorgungssicherheit im kommenden Herbst und Winter in Salzburg und darüber hinaus sicherstellen. Die Salzburger AG hat gut vorgearbeitet. Die Speicher sind eigentlich gut gefüllt. Wir haben schon seit längerer Zeit uns aus der Abhängigkeit vom russischen Gas mehr herausgezogen, haben einen sehr hohen norwegischen Gasanteil, der über Pipelines angeliefert wird. Also wir halten schon einige Monate durch. Das entbindet uns aber nicht von der Verpflichtung, auch massiv in technische Änderungen zu investieren, in erneuerbare Energie, in Wasserstoff, in Windkraft, in Photovoltaik, in Wasserkraft, da vor allem die Verfahren auch zu beschleunigen. Sie wissen alle, dass die Gasversorgung, na sagen wir vorsichtig, nicht ganz gesichert ist, vor allem nicht über den Winter. Und hier haben wir eine der größten Gasspeicheranlagen, die in Österreich zur Verfügung stehen, aber nicht nur für Österreich. Ich hoffe, dass wir trotz allem über den Winter, über Herbst und Winter drüber kommen und nächstes Jahr dann wirklich ernst machen mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Die Salzburg AG hat ihre Speicher derzeit nur für die Salzburg AG Kunden. Damit versorgen wir, können wir Salzburg versorgen, auch über die Heizperiode, über den Winter drüber. Aber es darf nicht viel passieren, auch das muss man ganz klar sagen. Und österreichweit muss man alle Anstrengungen unternehmen, um die Speicherstände zu erhöhen. Und eines darf man nicht vergessen, mit Gas wird auch Strom erzeugt. 20% des Strombedarfs der Erzeugung kommt aus Gas. Auch hier muss man danach trachten, das Gas für diese Kraftwerke weiterhin zur Verfügung zu haben. Wie funktioniert das? Es kommt das Gas über Hochdruckleitungen, aber auch aus der eigenen Produktion hier. Kommt über Leitungen an, wird dort verdichtet und dann über Bohrungen in Sandsteine eingepresst. Das sind wirkliche Sandsteine, also keine Höhlen. Und dort bleibt es so lange, bis wir es wieder rausholen, weil der Kunde, der Mieter sagt, ich möchte es wieder haben. Im Grunde ist es ein unterirdischer Garagenbetrieb für Gas. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass das Gas vollständig ausfällt. Aber auch dann würden wir in Teilbereichen Österreich am Laufen halten können. Das ist einfach meine Hoffnung. Das politische Ziel ist, unabhängiger und autarker zu werden. Und daran müssen wir alle setzen.